Ja, hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier wieder bei einer neuen Folge meines Minecraft-LPs. Und ja, wir fangen auch gleich an. Würde sagen, wir waren ja letztes Mal bei den Treppenstufen und ja, lass mal laden die Welt. So, genau, da sind wir wieder. Oh, da hat eine Kuh gemut. Mutkuh. Mutkuh. Eine Mutkuh. Naja, egal. Moment. Ah, wartet. Ich habe mir ein neues Headset gekauft. Das muss ich noch ein bisschen einstellen. Jetzt habe ich noch nicht richtig die Einstellung gefunden. Aber egal. Wir haben ja, was wir wollen, nämlich diese Cave. So. Wir waren beim letzten Mal bei den Treppenstufen, aber zum Wichtigsten sind wir noch gar nicht gekommen. Nämlich, wenn man hier unten ein paar Sticks reintut und hier oben Kohle reintut, kriegt man Torches, also Fackeln. Ihr könnt das ganze Programm auch auf Deutsch umstellen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich spiele das lieber auf Englisch. Hört sich irgendwie cooler an, Torch als Fackel, aber das ist ja egal, das kann ja jeder so machen, wie er es für richtig hält. Und ja, gucken wir mal nochmal in der Welt herum. Gibt ja schon mal schöne Sachen, wie den Sand hier. Den Sand, den kann man zu Glas machen, das kann ich mal zeigen. Ob ich, oh Gott, ich habe nicht genügend Zeit. Ich weiß gar nicht, ob ich noch genügend Zeit habe. Muss ich mal gucken. Was zu essen brauche ich auch noch. Nee, da kommen Skelette. Da mache ich das lieber nicht. So, wir wollten mal nach da unten gehen in diese Höhle und das kann ich jetzt auch gerne mal machen. So, machen wir uns erstmal Leitern. So macht man eine Leiter. Also hier Sticks. Und dann kriegst du zwei Leitern. Ich mach mal. Also kriegt man zwei Leitern, nicht du. Man, zwei Leitern. Uhu. Ja. Moment. BDF. Boah. Das scheiß Vieh erschrocken. Wow. ich dachte jetzt nicht, dass hier gleich irgendein Skelett auf uns wartet. Aber gut. Dann erkläre ich erstmal noch was anderes. Nämlich, wenn man hier unten einen Stick reintut und darüber zweimal Stein, kriegt man ein Schwert. Das kann man auch mit Holz machen, genauso. Aber das Holzschwert mache ich mir nie. Das ist einfach nur schlecht. Deshalb mache ich das eigentlich nicht. Ups. So, ich hab ihn kaputt gemacht. So, und jetzt können wir diesen Skelett. Nee. Weg, stopp. Ich bin schnell wieder hoch. Ich glaube, da lebt noch anderes Gewusel als dieses blöde Skelett. Deshalb gucken wir mal weiter und ich glaube, ihr habt es schon gesehen. Hier ist es. Da, 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 da. Wir haben Eisen gefunden. Oh, Eisen. Wow. Das war ja super toll. Ein Stück Eisen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Guck mal Eisen. Ups. Auch noch mit. Alles Eisen gebrauchen. Was wir finden. Oh, man hört schon. Zombie anspringen oder nicht, je nachdem.
wirklich gehört. Bei ihr wird, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Obwohl, ich würde auch nicht verhungern, weil ich habe hier so eine schöne Schale Chips stehen. Und bei jedem Video, bei jeder Videopause, zum Beispiel hier ein paar rein. Das ist schon ganz nett. Ah ja, für heute wollte ich mal von euch wissen, soll ich vielleicht mal ein Texture Pack installieren? Ich finde, das wäre mal eine ganz gute Idee. Das kann ich euch dann auch dann gleich erklären. Mit Texture Packs, wie das funktioniert und so. Oh, okay. Das hier ist übrigens Lava. Das hier, das ist rote. Lava, wenn du reingehst, wirst du sterben. Ich sag's mal so. Weil Lava zieht dir kontinuierlich immer noch ein anderes Leben ab. Und auch wenn du dich heilen... Oh, oh, okay, ein Skelett. Und auch wenn du dich heilen würdest, dann würde die Lava immer noch brennen. Und das bringt dir also eigentlich gar nichts. Skelette sind so dumm. Krepiert in der Lava. Oder? Ja. Egal. Nicht so schlimm. Ich sag auf den Kopf, oder? Er war abgehoben. Hätte ich ja locker noch mal fallen können. So, suchen wir mal weiter. Hier ist noch Kohle. Ich will hier. Ich hoffe, euch interessiert das überhaupt. Wenn ich hier die ganze Zeit in der Höhle rumlaufe. Ich finde es eigentlich ganz spannend. Das ist ja nicht so schlimm. Ich bin auch nicht so der Höhlenmensch, aber... Ich bin auch nicht so der Höhlenmensch, aber... Muss man das auch machen? Der Kampf mit der Höhle sozusagen. Der alltägliche Kampf mit der Höhle. Ja, nein, ich möchte die Höhle. Du nutzt ja auch ein Video auch, oder? Nein, ich möchte die Höhle. Ja, ich hab die Fax scheiße nicht wieder ab, wie beim ersten Mal. Ich bin jetzt nicht wieder ab. Fax auch. Ich hab die Fax scheiße nicht wieder ab. Und deshalb habe ich das jetzt mal gesagt. Gott, diese Vorder wollte ich mal machen. Ja, das war schön. Das war schön, wenn man den Spielen schon. Ich kann das dabei abzubauen, aber ich muss erkennen. Was ist denn das für Sinn hier? Ich hab mich halt. Plus versiegt. So. Aha, da hab ich's. Tolle Sache. Auch versiegt. Bist du weg? Ist alles besser. Man sieht. Die Hälfte der ganzen Kohle wird wahrscheinlich runterfallen, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir werden dann später aufsammeln, wenn wir da runtergehen. Das dauert noch ein bisschen. Nochmal Lava, toll! Lava, wozu man Lava braucht, weiß ich auch selbst noch nicht. Also es sieht manchmal gut, ganz gut aus bei Lava-Spots, aber sonst ist es eigentlich recht unnütz. Ja, gucken wir mal weiter. Ah, ich will nichts. Schau, ich sehe. Sozusagen, ich sehe. Oh, hier. Eine Fackel. Die, wo die hingekommen ist.
Lost for the coin office. Needs a fucking gun. Naja, also. So, wie man sieht, wie man jetzt im Inventar sehen kann, habt ihr hier jetzt Iron Ore. Das bringt euch eigentlich im Prinzip gar nichts. Weil damit könnt ihr weder Spitzhacken noch sonst was machen. Das heißt, wir müssen gleich an die Oberfläche gehen und uns einen Ofen bauen. So, der Ofen wird übrigens mit Kohle angetrieben, deshalb sammle ich jetzt auch so viel Kohle. So. Sammel. Finden wir hier irgendwo noch. Oh. Das ist ein Zombie. Also, hier, das hier. Und das, was ich vorhin besiegt habe, war ein Skelett. Das, was ihr da hinten gerade gehört habt, dieser Ton, das war auch ein Skelett. Skelette haben immer Bogen, deshalb sind sie auch die unfairsten Gegner überhaupt in Minecraft. Außer Creeper, die explodieren einfach, machen Boom, so grüne Witzfiguren. Und ja, das ist nicht so schön. Ich weiß auch schon gerade nicht mehr, wie lange ich aufgenommen habe, weil ich mir wieder keine Stoppuhr gestellt habe. Deshalb werde ich wohl gleich... Oh, da hinten ist Gold. Da. Da hinten ist Gold. Yeah! Woohoo! Wir haben Gold gefunden. So, ich werde mal schnell rausgehen und dann werde ich wahrscheinlich schon den ersten Part beenden. Und dann gleich den zweiten Part hinterher schieben. Deshalb... Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wo es lang ging. Naja, deshalb... Ich sag erstmal Adios. Ah, was heißt Adios? Naja, gut, ich warte noch kurz. Dann sage ich Adios. Wieso bin ich hier jetzt nicht mehr raus? Ah, hier ging's hoch, ne? Ja. So, deshalb sage ich... Deshalb sage ich jetzt mal Adios, während ich mich da wieder hochkreble. Und bis gleich. Ciao.